of the darkness, bleaker than night. Out on the terrace, wait for the light. They put out the fires that burn in our hearts, scaring the senseless, seeking order apart. Are you scared yet? The monsters are real. Ja, Leute. Damit darf ich euch herzlich willkommen heißen zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal Sascha Verrückte Touren. Ja, ich befinde mich gerade hier in Kerameta an einem schönen Wildweg. Und das ist ein riesengroßer Nationalpark ist das hier. Ja, und zwar ist das hier direkt an der Eifel. Und ich möchte einfach mal diesen wunderschönen Traumweg mal lang gehen. Und der Traumweg, der befindet sich gerade hier rechts an meiner Seite. Da gucke ich gerade drauf hin und ja, ich will auf jeden Fall mal sehen, was hier so alles so gibt. So, hier haben wir schon mal stehen, Projekt Wildnis, hier baut die Natur. So, hier sind wir natürlich in einem richtig schönen Nationalpark in der Eifel. So, und hier hinter mir befindet sich dieser wunderschöne Gehweg, hier über dieses schöne trockene Holzgelände. Ja, und da gehen wir jetzt mal schön drüber und ich will einfach mal schauen, was da noch gibt. Vielleicht sehen wir noch da oder hier mal eine schöne Talsperre. Einfach mal schauen, wo uns das hier so alles hintreibt. Ja, also ich muss sagen, dieser Holzweg hier, der sieht richtig toll aus. Leute, guckt doch schon mal, wie klasse das aussieht. Auch hier die ganzen schönen Wälder. Hier sind schon ein paar Wälder viel kaputt, von den ganzen Käfern kaputt gefressen worden. Aber trotzdem dieser Weg hier drauf, also richtig toll. Also das haben die richtig toll gemacht. So, Scarlett ist auch mit dabei. Komm, Scarlett. So, Scarlett und ich, wir gehen gerade. Da hinten, da kommst du mir. Komm, schnell! Hier und der. Und natürlich auch hier der tiefe Wald hier rein. Ist auch noch toll. Ui! Jetzt höre ich aber was Schönes. Und die Bauwerke tierischer Zimmerleute. Aha. Lebensraum, Baumhöhle. Hier sind auch verschiedene schöne Baumhöhlen von den süßen Vögelchen hier. D. Baumhöhlen sind wahre Schatzkammern des Waldes, die von einer Vielzahl unterschiedlicher Tierarten genutzt werden. Typische Verletzungen der Rinde durch umstürzende Nachbarbäume oder Blitzschlag. Schafft es ein Baum nicht, machen sich verschiedene Käferarten und Holzwespen darüber her. Ihnen folgen eine Höhle entsteht. Höhlenbewohner können sehr große Höhlen entstehen, die sich bis zum Stammfuß erstrecken. Zwei Drittel aller Baumhöhlen werden allerdings durch Spechte angelegt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Also das sind alles Spechtenlöcher hier, die hier gemacht worden sind. Und ich denke mal, dass die Bäume hier entweder so gemacht worden ist oder wirklich hier ausgeschnitten worden ist, die ganzen Balken hier von den echten Bäumen, oder ob das nur nachgemacht ist, das weiß ich jetzt nicht. Toll, richtig schön, weil es natürlich auch noch neu aussieht. Deswegen bin ich mir da echt unsicher. Na, dann gehen wir da mal weiter. Och, sieht das toll aus. Thank you.
bevölkern mehr Käferarten als alle Wirbeltiere, Schnecken, Spinnen, Schmetterlinge und die übrigen Insekten zusammengenommen. Viele von ihnen ernähren sich räuberisch. Sie machen Jagd auf Insekten, Würmer und Spinnen oder auch auf andere Käfer. Manche fressen Aas. Die Mehrzahl sind Pflanzenfresser, die sich von Baumsäften, von Pilzen und Samen oder von Laubökosystemwald. Indem sie Laub und Holz zerkleinern, verkürzen sie den Prozess der Humusbildung erheblich. Ein Abbau nur durch Pilze und Bakterien würde doppelt so lange dauern. Ja, auch sehr, sehr interessant mit den Käfern. Also richtig toll gemacht. Also das ist ja wirklich richtig toll gemacht hier. Und das geht hier komplett lang hier, den ganzen Weg. Und Scarlett und ich, wir gehen gerade hier diesen wunderschönen Weg, ne Scarlett? Ja, Scarlett ist natürlich echt ein bisschen vorsichtig wegen diese Rillen, aber da kann natürlich nichts passieren. Toll. Jetzt geht auch ein bisschen Luft. Also das sieht richtig toll aus, Leute. Auch wenn man so ein bisschen so schön in den Wald reinguckt. Traumhaft. Ja, das ist Nationalpark Eifel hier. Und die Masse, die sie auf die Waage bringen, ist doppelt so groß wie die der Blätter sämtlicher Bäume. Es gibt Spezialisten unter ihnen, die sich räumen im Erdreich und fangen mit Hilfe von Fangschlingen oder Klebzellen kleine Bodentiere. Aber die Mehrzahl der Waldpilze ernährt sich von Laub, von lebendem und vor allem von totem Holz. Und die dabei anfallenden Mineralstoffe. Diese Parasolpilze, die kann man essen. Das ist der hier. Die kann man besonders gut essen. Die Arten sieht hier im Wald, die könnt ihr essen hier. Das sind die Parasolpilze. Gerade aus diesem schönen kleinen Traumweg wieder raus und jetzt stehe ich hier mitten in einem wunderschönen Wald. Meine Mutter hat mich gerade angerufen gehabt, aber ich habe da leider keinen Empfang, Mama. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter. So, und jetzt gehen wir mal hier den schönen Traumweg weiter. Der Traumweg geht auf jeden Fall viel weiter. Ich nenne ihn jetzt Traumweg und weil er einfach so aussieht, als wäre das wirklich ein Traum, ne? So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Also Leute, richtig toll hier. Gefällt mir richtig gut. Klasse. Scarlett gefällt es auch gut. Hinten kommt noch ein bisschen Schatten für Scarlett. Also Leute, da müsst ihr auf jeden Fall mal hingehen. Ich werde die Videobeschreibung unten einfügen, wo das hier genau ist. Wo der Traumweg natürlich anfängt. Das werde ich euch schön zeigen. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja Leute, so wie ich sehen kann, sind hier auch Luchse, also Luchs gibt es hier auch, die sind natürlich auch hier, ja, hoffe ich, begegnen wir keinen. So, dann geht's mal weiter. Was haben wir hier für Lebensraumtiere? Das sieht aus wie ein Wolf. Ja gut, aber ein Wolf, Wölfe gibt es glaube ich hier nicht. Hier haben sie auf jeden Fall einen Wolf aufgestellt mit einer Tafel. Wolf. Ja, hier sind Bär abgebildet. Natürlich gibt es diese Tiere jetzt hier nicht. Hier haben wir natürlich einen Bär. Der ist natürlich hier abgebildet. Richtig toll, richtig klasse. So. Da, das ist ein Braunbär hier. Die Farbe hat er ja schon mal. Gleichgewicht. Luchs, Wolf und Braunbär spielen eine wichtige Rolle im Artengefüge europäischer Nationalwälder.
Sie segeln den Bestandgrößer Pflanzenfresser. Spuren deuten darauf hin, dass der Luchs in die Eifel zurückkehrt. Wahrscheinlich wird ja auch der Wolf hier wieder auftauchen. Braunbären dagegen werden in unseren dicht besiedelten Landschaften nicht mehr heimisch werden können. Ja, auch natürlich gut zu wissen, ne? Schöne Informationen hier. Da kommt Skelett. Boah, hier haben wir einen riesengroßen Büffel. Nee, ein Wiesent. Ein Wiesent ist das hier. Das ist ein Wiesent. Wahnsinn. Toll. Und hier haben wir einen richtig tollen Hirsch. Fein. Da komm. Da komm. Fein. Komm, Scarlett. Komm. Komm hier. Komm. Weiter, 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 weiter. Prima. Hopp. Und? Schön. Fein. Leute, mit den ganzen Informationen hier, das finde ich echt schön. Das haben die wirklich schön gemacht hier. Und das ist natürlich auch echt ein schöner Waldgebiet hier, wo man hier spazieren gehen kann. Toll. Gefällt mir richtig gut. Ja, und ich habe mir gedacht, heute komm, machst du mal die kleine Wanderung, die Traumschleife. Und ich nehme die Kamera mit, tu mal ein bisschen alles aufnehmen. Nehme ich auch ein bisschen virtuell, nehme ich euch ein bisschen mit. Auf jeden Fall besucht auf jeden Fall mal hier diesen wunderschönen Wald hier. Komm, Scarlett! So, hinter mir ist Scarlett. Die kommt gerade angejumpt. So. Wo sind wir jetzt hier angekommen? Wildschweine. Hier ist ein Schild. Wildschweine. Na komm, Scarlett. Solange der Papa hier ist, passiert ja nichts. So. Rückweg. Standort. Aha. Ruheplatz, 20 Meter, der wilde Weg, 1000 Meter. Ja, das ist eine richtig gemütliche Strecke, Leute. Also die können auf jeden Fall mal laufen, die ist auch nicht anstrengend. Die geht höchstens, stand drauf, 2 Kilometer ungefähr, oder 2,5 Kilometer geht die Strecke. Die ist zwar nur kurz, aber man sieht natürlich in diesem kurzen Abschnitt sehr, sehr viel. Und das ist das, was schön ist. Ja, Leute, ich habe gerade hier einen Förster gefragt gehabt, wie es hier zur nächsten Talsperre geht. Und zwar ist das die Ufsmauer. So, wie gesagt, wir gehen jetzt hier komplett links, dann wieder rechts und dann wieder links. Und dann gehen wir auch zur Ufsmauer entlang. Ja, da will ich einfach mal gucken, wie es da ist und wie schön es da ist. Thank you.
Brücken herzulaufen. Das ist natürlich richtig klasse. Das hat sie geschafft. Guten Appetit. Danke. Danke. So, jetzt geht's erstmal Richtung Auto wieder. Also Leute, ich habe jetzt nicht alles gefilmt. Das ist einfach zu groß hier. Und wie gesagt, jetzt geht's erstmal Richtung Auto. Und da gucken wir, Skull und ich, was wir als nächstes für eine Tour starten. So, jetzt sind wir nochmal hier, wo Lebensbäume sind und wo die ganzen Schilder angebracht sind. Ist natürlich hier, hier sieht er das. Da geht es jetzt einmal hin. So, Scarlett. Wildnis zugelassen heißt, Kontrolle, bla bla bla. Oh, ist das ein tolles Licht hier. Leute, das ist so ein tolles Licht. Und wenn ich hochgucke, sieht das richtig toll aus. Sagen, hiermit beende ich schon dieses tolle Video. Hier ist schon der Parkplatz, also hier gibt es schon nichts mehr. Wie gesagt, Leute, das ist 10-mal größer als das, was ich jetzt gefilmt habe. Aber schaut einfach selber mal, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und wie gesagt, liken und abonnieren würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schwingt den Hut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sascha, verrückte Touren.